Sein Wunsch wurde erhört. Benjamin Matschke hat einen dritten Torhüter bekommen. Der Trainer der Eulen Ludwigshafen forderte die Geschäftsführung Anfang Dezember auf, einen weiteren Schlussmann zu verpflichten. Und mit Stefan Hahnemann ist den Eulen eines der größten deutschen Torhütertalente ins Netz gegangen. Stefan einfach bringt alle Voraussetzungen mit für einen Topkeeper und als aktuellen Juniorennationalspieler. Man merkt so ein bisschen noch den fehlenden Spielrhythmus, weil er in Konstanz jetzt auch seit 6 bis 8 Wochen jetzt nicht gespielt hat und das kommt jetzt nach und nach. Im Testspiel gegen Hochdorf trug Hahnemann zum ersten Mal das Eulentrikot. Anpassungsprobleme? Fehlanzeige. Schon jetzt fühlt sich der Student in seiner neuen Heimat richtig wohl. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich so gut aufgenommen werde, aber alle Jungs sind mit dabei und es macht großen Spaß. Überall lerne ich neue Orte kennen und die Jungs machen es mir schon einfach, was das Einleben angeht. Ganz so einfach wird es im Kasten für den Nachwuchskeeper aber wohl nicht. Mit Kevin Clear und Rocco Peribonio hat er harte Konkurrenz. Einsatzzeit ist da nicht selbstverständlich. Wie ist denn da die Hierarchie auf der Torhüterposition? Das interessiert wahrscheinlich jeden. Ich bin gekommen, um der Mannschaft weiterzuhelfen. Das ist das Allerwichtigste. Und die Mannschaft hat ein Ziel, das ist in der ersten Liga zu bleiben. Und da werde ich helfen, wo ich kann. Ob ich jetzt nur ein paar Sekunden Einsatz kriege oder viele Minuten, das ist mir eigentlich egal. Aber Hauptsache, wir schaffen das mit den Jungs. Mit dem Wechsel zu einem Bundesligisten ist für den 21-Jährigen ein Traum in Erfüllung gegangen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass nach einer schweren Knieverletzung sogar die Karriere auf der Kippe stand. Doch die Faszination am Handball hat ihn nicht losgelassen. Er hat sich zurückgekämpft. Zum Welttag der Handballer erklärt Stefan Hahnemann, was ihn an seiner Sportart so begeistert. Der Adrenalinkick in dem ganzen Sport und natürlich das Verständnis vom Handball. Sprich, wenn Zuschauer bei uns in die Halle kommen, ja, dann wissen die gar nicht, worauf die sich einlassen. Und am Ende habe ich bis jetzt auch von vielen Bekannten gehört, wow, was macht ihr da eigentlich? Das versteht man kaum, es geht so hart zu und wechselt ständig hin und her. Und ich glaube, das ist es. Der Glaube, der wird entscheidend sein, ob der Traum Bundesliga für die Eulen weitergeht. An Stefan Hahnemanns Einstellung wird es sicher nicht scheitern.